1:20 Tore in den letzten 5 Spielen, allesamt verloren. Abu Dzai und Tennis Borussia Berlin brauchen ein Erfolgserlebnis. Vielleicht heute vor 450 Zuschauern gegen Lichtenberg 47. TB mit guter Anfangsphase, Abu Dzai mit 4 Veränderungen, stellt um auf Viererkette. Dewald und Wesner, beide U19 Spieler, bilden die Innenverteidigung. Das ist Wesner. Leitet den Konter ein über Oschmann. Und der schickt Bach. Heute das dritte Mal in der Startelf. Botond. Bach. Der 22-Jährige kam im Sommer von Altglienicke. Die erste Chance in der 17. Minute. Und TB weiter die spielbestimmende Mannschaft. Wirken so präsent wie lange nicht mehr. Oschmann immer wieder mit herausragenden Pässen. Auf Uzoma Eke. Bach läuft mit am zweiten Pfosten. Uzoma Eke und Reiniger mit dem verunglückten Klärungsversuch. 1:0 TB. Die Borussen erzwingen dieses Tor in einer kämpferischen Anfangsphase. Vorlage von Eke, der Star-Einkauf aus dem Sommer. Ex-Bundesliga-Profi Uzoma Eke mit der Hereingabe. Reiniger unter dem Druck von Bach im Rücken mit dem Eigentor in Minute 19. Und da fällt so viel ab bei Abu Dzai. TB lebt. Und Lichtenberg, wie schon gegen Viktoria, mit einer ersten Halbzeit zum Vergessen. Zudem fehlt Top-Torjäger Gakpeto. Die ganze Woche war er im Training nicht dabei. Und die 47er laufen in einen Konter nach dem anderen. Wieder Botond Bach vor Bayern Wollert. Doch Wollert setzt nach. Und Botond Bach zu nachlässig bei dieser Gelegenheit. Bach zu umständlich und Wollert zeigt, warum er einer der Besten ist. Setzt immer wieder nach. Da fehlt noch etwas, die Abgezocktheit bei TB. Eigentlich müsste es nach einer halben Stunde schon 2:0 stehen. 2 Minuten später wagt sich dann auch Lichtenberg vor das Tor der Borussen. Bisher nur 13 Tore in 14 Spielen. Gawe, jedes zweite Tor vorbereitet. Auf Philipp Grüneberg. Ganz starke Parade von Karl Albers. Doch Grüneberg muss den unterbringen. Die Gäste rennen weiter an. Der letzte Pass kommt aber zu selten an. Nur ein Sieg aus den letzten 7 Spielen. TB mit einem Sieg aus den letzten 6 Spielen. Bach heute mit einem richtig guten Spiel. Spielt immer wieder seine Schnelligkeit aus. Winter klärt den Ball in den Lauf von Damelang. 3-1. Auf Marino. 2:0 TB. Was für ein Befreiungsschlag für den Verein, den schon alle abgeschrieben haben. Der neue Sportdirektor Benny Bord direkt dabei beim Jubel. Ein perfekt gespielter Konter. Marino, der 22-jährige Rechtsverteidiger, mit seinem ersten Tor für TB. Und Muratik nimmt das 0:2 stoisch zur Kenntnis. Trainer Fuchs Abu Dzai mit der richtigen Aufstellung geht zufrieden in die Kabine. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Auch die Fans müssen in Bewegung bleiben. Lichtenberg kommt besser aus der Pause. TB versucht zunächst zu verwalten. Eke wird hier zu einem Fehlpass gezwungen. Winter, Gawe. Christian, Gawe! Wenn, dann geht was über Distanzschüsse. Alle Hereingaben der Gäste finden bisher keinen Abnehmer. Aber TB verteidigt es schlau, lässt kaum was zu. Grüneberg auf den eingewechselten Irfan Brando. 15 Minuten gespielt in Durchgang 2. Beste Phase der Lichtenberger in diesem Spiel. 1 Minute später, Reiniger. Chaos neu in der Partie. Mit dem Auge für Paul Krüger. Beste Chance in Durchgang 2. Karl Albers hält weiter die Null für sein Team. Und in dieser spielentscheidenden Phase diese Aktion direkt vor den Augen der 47-Fans. Am linken unteren Bildrand sehen Sie Philipp Grüneberg. Diskutierte gerade mit dem Schiedsrichter. Und kassiert die gelb-rote Karte 20 Minuten vor Schluss. Wegen Meckerns. Die erste gelbe kassierte Grüneberg in Minute 7.
Kein anderer 47er war bisher verwarnt worden. Die Schlussphase in Überzahl, das gibt TB-Auftrieb. Kurz vor Schluss diese Szene. Emin Jantekin mittlerweile im Spiel. Und Osman wieder mit einem seiner herausragenden Pässe an diesem Tag. Auf Emin Jantekin. Schoss 2 Tore gegen Hertha, seitdem gelang ihm nicht mehr viel. TB spielt erstmals in dieser Saison zu Null. Befreiungsschlag aus dem Tal der Tränen. Wir haben ganz klar gezeigt, dass wir den Sturm, der hier nun mal ist, es ist ein Traditionsverein, es ist sehr, sehr unruhig. Die Fans fordern eine Menge nach einer tollen Saison, aushalten und heute die Mannschaft Haltung bewahrt hat und vor allen Dingen die richtige Antwort gegeben hat. Wichtiger, als dass wir dann auf einmal 2 Tore wieder vorne gemacht haben. Man hat gemerkt, der Kampfgeist war da, jeder hat für den anderen gekämpft. Wir haben uns bei jeder geblockten Aktion, bei jeder gehaltenen Aktion haben wir uns gefeiert. Und so muss es letzten Endes sein, wenn man unten drin steht. Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu wenig Einstellung gehabt auf dem Platz. Wir haben ja, unsere Torchancen nicht genutzt und den Gegner eingeladen. Ich meine, die schießen einmal aufs Tor, führen 2-0. Und ja, das ist dann schwierig. Zweiter Saisonsieg für die Borussen. Eine engagierte Leistung. Lichtenberg mit der dritten Niederlage in Folge. Tennis Borussia ist wieder da. Schulterschluss mit den Fans. Beim nächsten Spiel in Meusewitz gilt es, diese Leistung zu bestätigen.